Im Stadtarchiv haben wir einen Historiker gefragt, wann er mit der Forschung von Testamenten aus dem 19. Jahrhundert begonnen hat. Der Mann mit grauen Haaren hat geantwortet: Als ich ein Student war. Das war circa vor 30 Jahren. Die nächste Frage, wie lange er noch für diese Arbeit braucht, haben wir die Antwort bekommen. Entweder werde ich genug Zeit haben oder nicht. Für 16-jährige Teens wie wir war das Treffen mit ihm ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist gut zu sehen und zu hören, dass es Menschen gibt, die nach einer so langen Zeit begeistert für ihre Arbeit sind und Freude daran haben. Ich möchte es in meinem Leben einmal auch so erleben.